Ja, und damit willkommen zurück. Folge 3 Far Cry Primal. Wir müssen die Grünblätter sammeln. Und ich habe ein bisschen Sorgen, ja, dass wir wahrscheinlich nicht alleine sein werden. Und ja, es sieht schon so danach aus, weil er zückt schon den Bogen. Ich traue mich gar nicht, so richtig hier voranzuschreien, weil ich doch ein bisschen Schiss habe. Weil wir sind ja hier in der Steinzeit und hier kann ja, wie gesagt, alles lauern. Und alles warten. Und ich habe ja in der letzten Folge ja die Karte ausgemacht und das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer. Und ich glaube, diese Symbolanzeige, ich glaube, das lasse ich auch, weil sonst suche ich mir, glaube ich, einen Wolf, wo ich hin muss. Halte R3 gedrückt. Achso, zu finden. Ach ja, ich könnte ja eigentlich auch, theoretischerweise könnte ich ja eigentlich auch immer meinen Instinkt nutzen, wo ich die Sachen dann finde. Aber ich glaube, die Entscheidung lasse ich mal bei euch. Ich gehe mal hier runter. Ich glaube, ich werde die... ich wollte die Keule nehmen. Ich glaube, ich überlasse euch mal die Entscheidung. Ihr könnt in die Kommentare einfach mal reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn ich einfach mal die Symbolik ausschalte, wo die Sachen sind. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es jetzt erstmal weitergeht. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Und die Stimmung wird schon sehr atmosphärisch. Was war das? Was ist das? Da unten dampft ihr. Dampft da irgendwas? Ich höre auch jemanden. Ich traue mich gar nicht. Das kann so gefährlich sein, hier lang zu laufen. Deswegen bleibe ich mal so ein bisschen in der... Ah, wie hübsch das doch ist. Das ist unfassbar. Klar, im PC sieht das natürlich nochmal ein bisschen toller aus. Aber wir spielen... Was war das? Ich höre jemanden. Da hinten laufen welche. Da hinten laufen Ziegen. Da sind wieder Ziegen. Da. Die greifen Ziegen an. Die Adler, wie krass ist das denn? Ist ja übel. Da hinten sind welche. Die kämpfen auch gerade. Wir versuchen mal, so gut es geht, hier mal nicht gesehen zu werden. Ich versuche mal, diesen blauen Pilz hier einzusammeln. Was auch immer der ist. Wir schauen mal. Da ist auch einer. Hilfe. Kann ich ihn einsammeln? Blaublätter nehmen wir mal. Oh mein Gott. Darf uns nicht sehen. Verdammt, das kann, glaube ich, gefährlich sein, wenn die uns... Die uns hier erwischen. Ich soll hier hin, aber wie soll ich denn... Geh weg. Ach, das sind bestimmt die roten Dinger, die wir sammeln müssen. Verdammt, und die stehen genau da, auf der Seite, wo wir hin müssen. Vielleicht ist es vom Spiel auch gewollt, dass wir erstmal kämpfen, damit wir es ein bisschen lernen. Aber ich versuche den mal zu umgehen, so gut es geht. Weil es ist natürlich sehr, sehr riskant. Sehr, sehr riskant. Aber... Wir sind ja ein Venya. Oder sind dazu erkoren worden von unserem Bruder, den wir ja verloren haben. Bruder, Fleischfresser. Drück hinter dem Gegner R3, um einen Takedown auszuführen. Das machen wir. Sobald wir hinter ihm kommen. Oh, da oben ist ein Säbelzahntiger. Ich hoffe, ich kann den Takedown jetzt. Was? Nein, du sollst... Was? Geh stirben, du kleiner Pissköter. Entschuldigung. Ich sammle mal hier die Tierhaut und alles ein.
Oh mein Gott. Du suchst natürlich auch die Leiche. Aber unsere Taschen sind voll, verdammt. Man kann ihn sogar bewegen? Ach, krass. Man kann Körper sogar ablegen? Ach, ist ja übel. Wir können sogar Körper verstecken. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Um natürlich irgendwo in feindliche Basen einzudringen und dann nicht gesehen zu werden, ist das natürlich sehr, sehr spannend. Okay, wir brauchen noch zwei von den Grünblättern. Gehen wir mal darüber. Ich bleib mal wieder geduckt. Ich weiß gar nicht, was unsere Lebensanzeige sagt. Ich werde mal in dieses Schnellmenü gehen, mal eben gucken. So, wie kann ich mich denn hier... Huch, nein. So, was haben wir denn hier? Huch. Fleisch. Mhm. Kann ich das jetzt? Ich habe das noch nicht ganz... Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Wie ist das denn? Muss ich einfach nur einmal drücken und dann... Ach so, als Schnellheilen festlegen. Ach so, okay. Das heißt, wenn ich dann Dreieck gedrückt halte, dann essen wir. Das ist schon mal gut. Dadurch, dass ich die Karte ausgemacht habe, ist ja auch automatisch die Lebensanzeige weg. Oder habe ich die Lebensanzeige ausgemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Macht es sehr, sehr authentisch. So, wo ist der denn jetzt? Da sind die... Da sind wieder Ziegen. Es sind zwei diesmal, wenn ich das richtig sehe. Mal schauen, vielleicht kann ich die ja mit den Bögen erledigen. Jawohl, sehr schön. So. Da sind wir schon mal da auf der... Da sind wir da schon mal auf der sicheren Seite, dass da... Und die Tiere gehen da sofort hin, ey. Wie geil ist das denn? Huch. Eine Ziege. Wir haben einen Holzpfeil wieder aufgenommen. Sehr schön. Okay, die Holzpfeile nimmt er automatisch auf. Das ist schon mal super, super praktisch vor allen Dingen. So. Der sagt zwar immer, unsere Taschen sind voll. Aber, ganz ehrlich, ist mir jetzt gerade mal egal. Wir müssen ja sowieso schauen, dass wir demnächst dann, ja, uns auf die Jagd begeben, damit wir ein bisschen mehr sammeln können. Können wir das einsammeln? Nein, okay. Aber hier, bisschen Schilf. Bisschen Schilf nehmen. Ich finde, das Spiel macht bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. Vor allem auch dieses... Was? Wackwas. Flusssteine. Ort entdeckt. Aha. Ah, hier ist ein Lager. Guck mal einen an. Komm her, du Ziege! Okay. Haben wir also nur angeritzt. Verdammt. Ich dachte, man kann sie irgendwie... erlegen damit, aber... Dazu ist der Bogen, glaube ich, besser. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier noch irgendwie was? Nein, okay. Ist also nur ein Ort. Interessant. Ah, ja. Komm her! Bleib stehen, du Ziege! Bleib stehen! Survival! Ah, die Ziege ist umgefallen. Sehr schön. Wie krass das aber auch mit dem Lichteinfall ist, so ein bisschen. Dass dann so von hell ins Dunkle die Augen sich wieder so ein bisschen dran gewöhnen müssen. Also ein Ingame jetzt. Oh, oh. Uah. Oh, da sind wieder welche. Verdammt. Überlegen, ob ich jetzt hier lang gehe oder... Ist doch ein bisschen dunkel gerade, oder meine ich das nur? Warum wird das denn jetzt auf einmal so... Warum wird das denn jetzt auf einmal so dunkel? Ich verstehe es irgendwie nicht. Habe ich das jetzt angenommen? Ich schau mal. Nein, hat er natürlich nicht angenommen. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich nochmal umstellen muss. So, jetzt aber. Wo ist der hin? Scheiße. 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 Ciao.
Der findet uns doch hier niemals, oder? Der kann uns doch hier gar nicht sehen. So, pass mal auf. Guck mal an. Pass mal auf. Guck mal hier. So, der ist schon mal weg. Sehr schön. Uha, was? Der hat uns getroffen, der Mistsack. Der Mistsack hat uns getroffen. Komm her, du kleiner Schlingel. Der wartet da oben. Jawohl, sauber. Wir haben natürlich Schaden genommen, aber egal. Dafür haben wir ihn aber erlegt. Zumindest beide. Oder das waren ja drei sogar. Okay, jetzt frage ich mich gerade, wo ist der andere denn nochmal hingefallen? Ah, hier. Damit wir unsere Pfeile wieder kriegen. Und natürlich immer schön die Körper durchsuchen. Seiler. Wir müssen die grünen Blätter jetzt endlich nach Seiler bringen. Ich hoffe, dass uns jetzt hier niemand in die Quere kommt. Ich glaube auch, das war vom Spiel, glaube ich, so... Scheiße. Ich glaube, das war vom Spiel auch, glaube ich, so vorgegeben, dass wir jetzt hier den ersten Kampf so ein bisschen bestreiten, damit wir da ein bisschen reinkommen auch. Ah, wie hübsch das auch einfach hier ist. Meine Güte. So, ich werde mal auf die Keule wieder wechseln. Die Keule. Bin mal gespannt, ob wir auch eine Axt irgendwie craften oder so. Und eine Axt irgendwie herstellen können, um Bäume zu fällen oder sowas. Ob man das vielleicht braucht, um Hütten zu bauen. Lassen wir uns mal überraschen. Seiler. Die Walnayi. Shaja, Tani Chlauta. Ku, Chlauata. Tani. Dubu. Walna Maispa. Okay. Der Tiger sah aber unheimlich getroffen. Na, ein gutes Pflaster. Palhubayatar. Wool. Hers. Udam. Salwatija. Uanna. Winja Waida. Tuhai Padas Shwan. Ja. Tiefe Wunden abgeschlossen. Jawohl, unsere erste Mission haben wir quasi. So. Nakuti Leuchtfeuer. Erobere dieses Leuchtfeuer. Schwierigkeitsleicht. Belohnung wenig EP. Bewohner, Besonderheiten, Schnellreise, Wiederaufstehung, Wiederauferstehungspunkt, Lager. Okay, so, das ist also die Karte. Kann ich hier... Ah, ich kann hier rauszoomen. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich der Kartenrand. Und ich muss sagen, es wirkt schon relativ groß. Ich bin da sehr gespannt. Okay, wir müssen jetzt... Ich glaube, das ist dann, glaube ich, auch...
Tensei der Schamane. Was haben wir da? Was stand da? Bring Tensei den Schaman in dein Dorf. Er wird dir beibringen, wie man Bestien zähmt. Und eine Eule ruft. Schwierigkeitsgrad leicht. Belohnung mittlere EP-Menge. Ich glaube, hier ist, glaube ich, jetzt die nächste Mission. So, wir haben hier Ziegen. Schwierigkeitsgrad leicht. Belohnung Ziegenfell. Dann haben wir noch Hirsch. Dann haben wir... Ah, guck mal an, Wildschweinhaut. Das brauchen wir ja auch. Ich möchte gerne vielleicht doch, bevor wir jetzt erstmal hier zu diesem... ja, zu der weiteren Mission gehen, würde ich doch sagen, dass wir erstmal... Was haben wir denn hier? Eine Tasche? Belohnung? Kleine Menge verschiedener Rohstoffe und Gegenstände? Ach, guck an, hier sind überall Taschen. Ach, das ist ja cool. Hier sind wir. Dakar. Dakata. Dakar. Dakar. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so daran erinnert. Deisha Hand. Leuchtende Handabdrücke die auf Orte mit starken Geistenergie hinweisen. Belohnung XP Besonderheit. Sieh dir deine Sammlung an deiner Höhlenwand an. Aha. Ist es hier auch? Das sind wahrscheinlich so Nebensachen, die man machen kann, genau wie die Taschen. So wie immer bei Far Cry es nun mal so ist. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir machen. Machen wir jetzt erstmal... Ich gehe mal eben in den Handwerk. Wir können... Ach, guck mal an. Wir können... Ein Speer können wir erstellen. Das machen wir doch direkt. Einen von fünf? Joa, ich... Achso, Upgrade 1 von 5. Da geht später, können wir das noch mehr machen. Wir können ja auch Pfeile oder einen Köcher. Dazu fehlen uns noch Rothundfell. Ich glaube, Rothundfell haben wir vorhin erledigt, die Tiere. Das waren, glaube ich, die... Ich schaue nochmal eben auf die Karte. Das waren die hier, ne? Genau, Rothundfell. Das waren die, die wir erledigt hatten. Okay, das ist schon mal sehr schön, weil ich würde gerne für die Taschen hier, damit wir mehr tragen können. Derzeit trage zwei Köder, 8 Stücke Fleisch und 8 Portionen Tierfett bei dir. Upgrade. Trage 3 Köder, 12 Stücken Fleisch. Da brauchen wir Wildschweinhaut. Und wir haben ja auf der Karte sogar Wildschweine. Das ist hier. Schwierigkeitsgrad Mittel. Das müssen wir aber mit einem Brandbogen, müssen wir das gut hinkriegen. Ich glaube, ich markiere das mal mit einem Wegpunkt. Und... Yeah! Würde ich sagen, der Wegpunkt ist da hinten. Neues Heilungsrezept verfügbar. Drücke das Digipad nach links, um das Nahrungsmenü zu öffnen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich schau mal eben. Ach, Grünblatt. Notdürftige Heilung. Heilung 3 Gesundheitsbalken. Und da nur 2 Gesundheitsbalken. Ja, dann machen wir doch... Machen wir das als schnell heilen festlegen. Ich werde da mal... Kann ich mich heilen? Ja. Sehr schön. So. Handwerksmenü hatten wir eigentlich schon offen gehabt. Wir haben ja hier eigentlich hergestellt. Ich will jetzt erstmal die Wildschweinhaut bekommen. Aber ich würde sagen, wir machen das in einer weiteren Folge. Ja, gucken wir, dass wir mal ein paar Wildschweine erledigen. Weil ich will nicht sofort direkt mit Story weitermachen, sondern ein bisschen auch ein bisschen farmen und alles. Und mich ein bisschen umsehen in der Welt und hast du nicht gesehen. Um schon mal so ein bisschen vorab mich so ein bisschen zu, darauf vorzubereiten, was da auf uns wartet. Weil wir müssen ja auch noch in eine Höhle, so wie sie sagte und alles, um halt mehr Bewohner zu finden und so. Und ich bin sehr gespannt, was da auf uns noch wartet hier bei Far Cry Primal. Und ihr schaltet dann wieder ein. Also, macht's gut. Ciao.